5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Familienvlog im Jahre 2021, der allererste. Und da wir so einen spannenden Alltag haben, dachte ich, nehme ich euch einfach mal mit. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, es geht uns allen da gleich. Man versucht jeden Tag irgendwie zu überstehen und das Beste draus zu machen. Die Wünsche kamen aber unter dem Jule zeigt doch mal, da habe ich euch ja aufgefordert, alles, was ihr euch so wünscht, drunter zu schreiben. Und die Familienvlogs sind einfach immer noch am Start, was die Wunschliste bei euch angeht. Von daher nehme ich euch heute ein bisschen mit. Ich glänze noch wie so eine Speckschwarte. Ich habe mein Lieblingsöl aufgetragen, allgemein gerade meine morgendliche Gesichtspflege. Und jetzt mache ich uns Frühstück. Und was denn heute alles Spannendes noch so passiert, werdet ihr sehen. Viel Spaß, lehnt euch zurück, los geht's. Dann decken wir mal als allererstes den Frühstückstisch, wenn es nur immer so schnell gehen würde, wenn man schnippst, ne? Et voilà, alles ist drauf. Ihr kennt es, glaube ich, auch mittlerweile, unser bekanntes Joghurtfrühstück. Da ist jetzt Alpro Maracuja drin und Pfirsich, Speisequark, die Trockenfrüchte von Bua, diese Zimtplättchen, dann Mandeln, Walnüsse, ein frischer Apfel und noch getrocknete Heidelbeeren. Dann gibt es für uns immer einen Tee, das ist für Rosalie Fencheltee. Hayley und ich trinken nordische Beere am frühen Morgen. Das ist für meine Mama, die macht sich gerade noch ein Schnittchen, einmal unsere Schottgläser. Da benutzen wir, wenn wir ihn nicht selber machen, den hier, das habe ich euch ja schon gezeigt. Dann, ach so, wir brauchen noch ein Glas Schatzilein jeweils für unser La Vita. Okay, und einmal unsere Vitamin D-Tropfen für Hayley, Rosalie und mich. Hähnchen hat genau das gleiche wie ich, aber am liebsten mit ihren Sauerkirschen und nur Erdbeeren. Ach so, Haferflocken ist bei uns immer noch mit drin. Und Rosalinchen hat hier auch schon ihr Frühstück. Die kriegt die Zimtkissen, Erdbeeren, Apfel und, wie nennt man das nochmal? Trockenpflaumen. So, das haben wir. Und können wir kurz drüber schnacken, wie lecker das aussieht, Omi. Ein Fitmacherbrot, oder? Wie nennst du das immer? Was hast drauf? Quark, also ein reines Vollkornbrot ohne Weizenmehl, Quark, Tomate, Basilikum, Salz und Balsamico. Dressing. Oder Creme, ne? Creme, ja. Oh, mega. So, Schlawiter noch einmal. Ich mal selber. Stößchen. Aber es tut gut, ne? Schlecker. Schick. Super. Wir hören jetzt hier Hörspiel. Conny. Und Hähnchen möchte jetzt unbedingt, wie heißt das? Papierflieger. Genau, deswegen habe ich uns ein paar Blätter geholt. Mein Handy brauche ich noch. Ich habe nämlich eine richtig coole Anleitung. Dann schauen wir mal, ob das genauso klappt. Und Omilein. Ich stricke für Rosalie einen Schal. Genau. Und so sitzen wir hier in gemütlicher Runde. Hayleys ist ja schon fertig, ne? Ja. Lass uns gut gehen und versuchen, aus jedem Tag das Beste zu machen. Wo packen wir das Handy mal hin, mein Schatz? Ich hole uns hier mal noch einmal so eine Stütze und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Hey, nicht runterwerfen, Rosalie. Oh, oh, oh. So, warte, wir machen noch mal so, erstmal hat er so. Und dann muss er das auf die Seite. Und immer Kante auf Kante. Genau, wenn es zu schnell ist, machen wir einmal auf Stopp. Super. Oh, auch ein Papierflieger. Super. Warte einmal. Jetzt macht er noch mal so. Genau, guck mal. Dann nimmt jetzt das, was wir hier haben, noch mal. Also der faltet die jetzt noch mal. Jetzt faltet er die Seite hier. Dreh mal um deinen Flieger. Das jetzt, was, nee, so rum fliegt er jetzt. So, und jetzt machen wir die obere Seite. Die hier. Die faltet er jetzt auf die hier runter. Super, sehr schön. Ich will Oma noch einmal zeigen. Oma. Toll. Das fehlt ja noch ein bisschen. Mami. Erst dann. Ja, schick. Ja, er macht noch mal. Der wartet auch, ob er beide Seiten macht. Jetzt.
Super. Oh, da fliegt schon der erste Flieger. Und ich schätze mal, das macht er auf der anderen Seite auch. Hier. Ja. Mach hier. Rosi, nicht jedes Blatt. Dann darfst du es nicht runterwerfen. Blatt. 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 Schwer, ne? Mhm. Das hat sie auch neu für sich erfunden, dieses Geräusch, ne? So. Mama, so sieht's jetzt aus. Naja, dann los. Sieht unser Exemplar jetzt aus? Hele steht schon in den Flughafen-Startlöchern. Warte, ich komme mal. Auf. Warte, zeig mal dein. Richtig gut. Auf die. Plätze. Fertig. Oh. Hammer. Die. Warte, warte. Rosalie, aufwerfen, dein Flieger. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und ja, krass, wie gut ist deine geflogen. Also die sind auf jeden Fall besser, wie wir die sonst immer waren. Ja. Guck mal, sie stellt sich jetzt auch schon hin. Ich bin mit dem Rolli. Auf die Plätze. Warte, ich muss mal nochmal nachfalten. Der hat einen kleinen Flugunfall. Auf die, ich auch. Auf die Plätze. Warte, auf, ach, ich habe mir auf die Zimmer gewollt. Auf die Plätze. Fertig. Knopf. Hammer, wow. Oder? Ja. Du aufwerfen? Musst du aufwerfen? Hier. Hey, süß, ne? Ja. Gut gemacht. Der fliegt auch. Meiner hatte einen kleinen Unfall. Gesehen. Da musst du wieder die Spitze machen. Ja, cool. Toller Flieger. Auf die Plätze. Fertig. Ich auch. Wir sind hier die Lufthansa, genau. Jetzt schreiben wir noch unseren Namen rauf. Dann können wir es besser auseinanderhalten. Du möchtest auch auf deinen Flieger deinen Namen schreiben? Hier, da ist dein Flieger. Kannst du auch deinen Namen raufschreiben? Fertig. Super. Dann Mama noch. Welche Farbe nehme ich mal? Welche Farbe ist das, Rosalie? Blau. Genau, sehr gut. Ich halte einen. Danke, mein Schatz. Mama. Du gehst jetzt einmal hoch, bringst das Kleid hoch und holst einen Pullover. Das ist zu kalt, mein Schatz. Mama zieht sich auch über ihre Leggings noch die Jogginghose. Zack. Ist nämlich Uhuhu draußen, ne? Jetzt ist Rosalie dran. Mama hat schon mal das Wichtigste an. Alles Muckel, die Buckel. Nee, 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 nicht die dreckigen Schuhe. Komm her. Einmal anziehen. Da. Ja, aber das sind nicht deine. Komm her. Das ist dein. Hau ruck. Kali, nicht darüber gehen jetzt. Das muss ja nun nicht sein, ne? Ab! Genau, ab ist hier die Devise. Sonst gibt es einen Käsefuß ins Gesicht. So, ein Käsefuß hier rein. Wo ist er? Mama, erlaubt mal, welchen Pullover ich anhabe? Engelbert und Strauß. Woher reicht du das? Das ist nicht schwer zu erraten. Heute bin ich wohl die Erste. Ist auf jeden Fall schnell heute. Einmal umdrehen zu Mama. Oh, ich mache drei Kreuze, wenn dieses Wetter vorbei ist. Mit diesem Angetüttel immer. Ja. Hier rein. Einmal. Mama. Ja, ich gebe dir. Bitte. Wir sind jetzt mal an die frische Luft. Bevor Rosi gleich Mittagsschlaf macht. Und vor allem kann man hier die Flieger ja auch viel besser fliegen lassen. Super, mein Schatz. Und? Ah, da musst du die Spitze nochmal neu machen. Darf Mama auch einmal? Nee, natürlich nicht. Alles klar, Rosilinchen. Wir hätten vielleicht noch einen dritten basteln sollen. Ach, du bist die Beste, mein Schatz. Auf die Plätze. Fertig. Fertig. Hui. Nein, du hast nach unten gemacht, Mama. Echt? Habe ich das schon wieder falsch gemacht? So. Und go. Wuhu. Ja. Ja, du lauf dich mal schön aus, dann schläfst du gleich besser. Wir sind jetzt wieder drin und bevor es jetzt Mittagessen gibt, habe ich die Kleine hingelegt. Und mit Motte genieße ich jetzt die Mama-Haley-Zeit. Und wir gehen ihrer Lieblingsbeschäftigung nach dem Malen. Wobei das jetzt hier was anderes ist. Ich habe euch das schon mal, das ist schon ewig her, vor 2-3 Jahren müsste das gewesen sein, nee, noch länger. Da hat Ralf ihr mal dieses Zauberpapier-Malbuch gekauft für Weihnachten. Das war die Weihnachts-Edition. Und davon gibt es ganz viele unterschiedliche Themen. Und das Coole an diesen Malbüchern,
man malt nicht richtig, sondern man, ja, wie sagt man, schraffiert. Und dann entstehen diese Muster. Das sieht man ja vorher nicht. Zum Beispiel ist es hier der Knochen oder das Blümchenmuster. Und das macht Heidi so viel Spaß. Das ist ja zum Beispiel, das hat der Weihnachtsmann gebracht, die Rosalie, mein erstes Zauberpapiermalbuch, damit sie auch eins hat. Und wie man sieht, sie ist sehr, sehr künstlerisch begabt. Heidi hat es tatsächlich noch gefunden. Das ist dieses Weihnachts-Edition Zauberpapiermalbuch. Die sind übrigens alle von Top. Und das macht uns allen Spaß. Also nicht nur Hählchen, wobei ich, wie gesagt, sagen muss und betonen, dass das so Ausmalgeschichten sind. Das macht sie auch komplett. Guck mal, das hat sie zum Beispiel gestern. Welches war das, Motti? Das ganz alleine ausgemalt. Und da könnt ihr das erkennen, was da so für Muster denn entstehen. Das haben wir zusammen ausgemalt. Das habe ich gemacht. Das macht halt uns allen Spaß. Genau. Du kannst uns ja mal zeigen, wie das funktioniert, meine Süße. Da sind ja die Ränder und die Farbe muss man nehmen. Und dann kommen Muster. Genau. Wie Hildchen gerade schon gesagt hat, sie orientiert sich immer an den Umrandungen. Das heißt zum Beispiel den Rock. Sie sagt, das ist jetzt Bibi Blocksberg. Macht sie denn... Ja, sie ist halt einfach ein Pro, was das Malen angeht, ne? Ah, guck mal, jetzt kann man das sehen, wenn man das so schraffiert. Das ist ein Karo-Muster, ne? Nichts geht hier ohne Geschichte. Tee, hey ho, let's go. Wow. Das ist ihr Umhang, ne? Wow, ist das nicht cool geworden? Das geht auch so rubbel die Katz im wahrsten Sinne des Wortes und vor allem wirklich für kleines Geld. Also diese Bücher kosten wirklich nicht viel. Ich packe euch auf jeden Fall unten einen Link rein, dann könnt ihr euch mal ein bisschen durchstöbern. Wie gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Themen und wir werden uns jetzt weiter... Genau, du hast das für Mädchen, ne? Richtig cool. Weiter austoben. Das hier? Das hier? Dann los. Soll ich alle anspitzen vorher? Ja. Guti. Dann ist das mein Job und du kannst schon mal Gas geben. Wenn ich mich jetzt aber ans Mittag mache, habe ich mir überlegt, werde ich einmal hier das Katastrophenspielgebiet einmal aufräumen. Aber so ist das halt, ne? Dazu ist es ja auch da. Aber ich mag es dann lieber, auch wenn es einmal wenigstens kurz grob aufgeräumt ist. Mein Geburtstagstisch haben die Kids auch schon wieder auseinandergenommen. Apropos, da kann ich mich hier ja direkt auch nochmal persönlich quasi bei euch bedanken. Ich habe nämlich ganz viele Nachrichten bekommen auf Instagram und Kommentare und auch hier unter den letzten Videos. Von daher vielen lieben Dank für all die Glückwünsche. Knackige 36 bin ich jetzt. Aber man ist ja immer nur so alt, wie man sich fühlt. Und da bin ich definitiv immer noch Mitte 20. Das ist auf jeden Fall so. Ich kann euch ja mal einmal zeigen, was ich für schöne Geschenke bekommen habe. Gewünscht hatte ich mir ein Disney-Puzzle, ein Disney-Pullover und Gutscheine von Kiki's Kitchen für den Koch- und Backshop. Meine Wünsche sind in Erfüllung gegangen und wurden sogar übertroffen, denn ich habe tatsächlich von meiner absoluten Lieblings-Disney-Figur Ariel ein Puzzle bekommen. Darauf freue ich mich schon riesig. Allerdings fehlt noch ein Teil dazu, und zwar so eine Puzzlematte, damit man eben jetzt quasi nicht das auf den Tisch legt und dann ist er nicht mehr benutzbar. Mit Kindern ist das eher schwierig. Früher, als man keine Kinder hatte, war das nicht so das Thema. Da hat man es einfach liegen lassen, aber sonst würde ich mal behaupten, findet man keine Teile wieder und wir müssen uns ja auch hier mal an den Tisch setzen. Aber darauf freue ich mich, wenn die Puzzlematte ankommt und dann wird auch direkt durchgestartet. Das ist Kiki Kitchen. Ich packe euch mal die Links zu ihrem YouTube-Kanal und Instagram-Profil unten in die Infobox. Absolut sehenswert, ultra sympathisch und vor allem ihre Rezepte, Leute, der absolute Wahnsinn. Und die hat halt auch einen Online-Shop und so coole Sachen und dafür habe ich mir eben Gutscheine gewünscht und... Tada, ich habe sie bekommen, weil ich die weltbeste Familie und Freunde habe. Da war es dann direkt bei mir vorbei, als ich das Bild von Heidi bekommen habe. Jedes Jahr und auch zu Valentinstag und Muttertag, das bewahre ich natürlich alles auf. Ich kann mich einfach von solchen Sachen nicht trennen. Aber das sind so süße Sachen. Leute, meine 5-jährige kleine Maus. Ich meine, wo ist die Zeit geblieben? Malt mir so ein schönes Geburtstagsbild. Wie gesagt, da war es um mich geschehen. Ihre Freundin hat mir auch ein Bild gemalt, total süß. Und damit habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gerechnet, aber mich so gefreut. Ich habe nämlich aktuell immer eine Brusttasche von Eastpak, so eine khakifarbene, weil ich das mit Kindern beim Einkaufen und unterwegs sein
wobei aktuell ist es nur das Einkaufen, viel, viel praktischer finde. Portemonnaie, Handy, Schlüssel, kabum und nichts irgendwie, was mich auf dem Rücken oder irgendwo stört, wenn ich ein Kind mindestens immer auf dem Arm tragen muss. Und Tommy Hilfiger, wer mir schon lange folgt, weiß ja, dass wenn ich so Marken, die ein bisschen höherpreisig sind, favorisiere, dann ist es immer Tommy Hilfiger. Da kaufe ich auch super gern im Sale ein, weil ich einfach von der Qualität mehr als begeistert bin. Und ja, das ist natürlich ein richtig tolles Geschenk gewesen. Dann habe ich noch einen Amazon-Gutschein bekommen. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich da viel so SD-Karten und solche Geschichten kaufe, wenn die im Sale sind. Also alles, was so die Technikgeschichten für YouTube und Insta angeht. Und hier habe ich dann einmal ein Pulli-Kleid, mega coole Farbe mit Mickey Mouse, aber es kommt wohl noch ein Pullover, aber der ist so schön mit so einer schwarzen Leggings, kann ich mir das ultra cool vorstellen und ein Sneaker. Ich liebe es ja einfach casual, von daher passt das einfach wie die Faust aufs Auge und der Stoff ist auch mega gut. Ich versuche euch die Sachen mal unten in der Infobox zu verlinken, falls ihr Interesse habt und auch mal reinschnückern wollt. Ich glaube, der hat auch richtig, ja, so Kuschelstoff innen drin, total cool. Das Geschenk hat mich auch so aus den Puschen gehauen. Ich weiß nicht, wer davon schon gehört hat, aber die liebe Omi hat vor ein paar Wochen damit angefangen, Diamond Painting zu machen. Ich werde euch das mal in einem nächsten Vlog ein bisschen näher zeigen, aber das würde sonst hier den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall gibt es normale Motive zu kaufen, aber man kann es auch anscheinend personalisieren lassen. Da werden nämlich überall, wo die Buchstaben und Zahlen sind, einzeln diese kleinen Diamantensteine eingesetzt, bis es nachher ein wunderschönes Bild ergibt. Ja, und wer das ist, muss ich euch wohl nicht erzählen. Dann haben mich Ralf, Omi und Hayley inklusive Rosalie noch mit einem wunderschönen großen Tulpenstrauß überrascht. Genauso wie auch unsere Nachbarn diesen zuckersüßen Strauß vorbeigebracht haben. Also es fehlte mir an nichts an diesem Tag. Jetzt werde ich mich mal um das Mittagessen kümmern. Wir werden nämlich meine absolute Lieblingsspeise essen zurzeit. Wraps. Wirklich, ich kann das jeden Tag essen. Und dafür muss man natürlich ein bisschen was schnippeln. Aber das macht nichts. Knobi-Soße brauchen wir. In unserem zweiten Kühlschrank haben wir mitunter das Wichtigste. Ich liebe Rotkraut auf meinem Wrap. Das ist eher für Omi und Ralfi. Dann noch den weltbesten Schafskäse. Und Parmesan. Ansonsten, glaube ich, brauchen wir hier nichts weiter. Doch, Gurke. Absolutes Tageshighlight. Ich muss jetzt einmal für unsere Wraps nochmal zwei, drei Sachen kaufen. Wir hatten tatsächlich keine Gurke, keine Tomaten mehr. Und wir brauchen unbedingt Obstnachschub für die Kids und uns. Gerade so Mandarinen, Birne und irgendwas war das noch. Steht auf dem Einkaufszettel. Hey ho, let's go. Ich habe Hunger. Alle warten. Und hier ist irgend so ein Duftbaum. Der hier, der riecht so gut. Everfresh. Ich glaube, der ist das. Auf jeden Fall ist hier ein ganz, ganz leckerer Duft drin. Einkaufskorb habe ich. Ja, dann mal los. Maske, das Wichtigste. Und dann schnell wieder nach Hause. Das ist so kalt. Ich wollte nur Gurken und Tomaten holen. Aber gut, sind ein paar mehr Sachen geworden. Einmal hier Fladenbrot quasi. Düdüm. Bisschen Rucola und Paprika und hier so ein Apfelmark. Und was denkst du da unten, junger Mann? Allspeck-Tücher, ein Brötchen Perosi, Birne, Obst, Gemüse halt einfach. Meine kleine Küchenhilfe, ha? Motti bereitet hier die Geflügelwurst für ihren Wrap vor und für Rosalie. Die schnabulanzen das so, so gerne. Toll machst du das, mein Schatz. Der andere Zwerg kann es hier gar nicht mehr abwarten. Das nicht auch? Nee. Ich kann das sogar mit einer Hand, pass auf. Okay, jetzt war ich zu cool. Doch. Das ist der weltbeste Schafskäse, gell? Ich ziehe das nicht so laut, sonst ist er wieder ausverkauft. Genau, und jetzt kommen gleich noch die Wrappies und dann können wir essen. Und wollen wir auch Paprika essen? Ja! Ja? So, Dille, der Abendbrotstisch ist gedeckt und wir freuen uns riesig. Wir haben einen richtig krassen Kohldampf. Ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben, was auf eurem Wrap nicht fehlen darf. Ulala, so sieht das Ganze denn jetzt aus. Wir essen, sind ausgehungert und lassen uns das jetzt schmecken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!